Die Tussis werden Ihnen präsentiert von der Ranf-Gruppe aus Grafenberg. Hallo zum Sport am Montag mit Erstliga-Handball vom Samstagabend aus der Metzinger Öschhalle. Endlich war es wieder soweit. Die Tussis freuten sich auf das erste Heimspiel der Saison und das erste Spiel seit Ewigkeiten vor Zuschauern. Rund 700 durften bei der Partie gegen die HSG Bad Wildungen mit dabei sein. Auch in Metzingen galt die 3G-Regel sowie eine Maskenpflicht auf allen Plätzen. Ein Jahr mussten die Fans draußen bleiben, endlich sind sie zurück, freute sich auch Trainerin Edina Rott auf die Unterstützung. Zum Start gab es ja am ersten Spieltag einen Sieg bei den Handball-Luchsen Buchholz-Rosengarten. Die ersten beiden Punkte sind also schon auf dem Konto, dennoch sagte Rott danach, wir haben noch einiges zu verbessern, vor allem in der Abwehr. Die Vipers aus Bad Wildungen haben am ersten Spieltag gegen Leverkusen verloren. Die HSG ist ein sehr unangenehmer Gegner, in der Abwehr sehr variabel und im Angriff zeigen sie ein gutes Zusammenspiel zwischen Kreis und Rückraum. Sie haben zudem einen guten Mix von Erfahrung und Talenten. Wir müssen konzentriert sein, vorne das Tempo hochhalten und unsere Chancen nutzen, so die Analyse von Edina Rott über das Team von Trainerin Tessa Bremmer. Bei der TuS fehlte weiterhin die verletzte Schwedin Tess Grönell. Dafür wurde ja mit Madeleine Östlund am Kreis nochmal personell nachgelegt. Zudem konnte Manager Ferenc Roth den Vertrag von Katharina Panzer am Vortag um 2 Jahre verlängern. Die Gäste werden angeführt von Annika Ingenpass. Die Kreisläuferin wurde erneut von Bundestrainer Henk Gröner in den DHB-Kader berufen und spielte ja auch schon mal für die Pink Ladies. Und die werden weiterhin angeführt von Marleen Kalf, vormals Zapf. Auch die Rechtsaußen steht ebenso wie Marin Weigl im Aufgebot für die EM-Qualifikationsspiele im Oktober. Anfang Oktober steht ja dann auch die zweite Runde im DHB-Pokal an. Da muss die TuS, wie berichtet, beim Titelverteidiger und Vizemeister SG BBM Bietigheim ran. Also, das wird eine harte Nuss. Jetzt aber gilt der Fokus der Liga und dem ersten Heimauftritt. Neben Östlund waren außer Grönell alle weiteren Neuzugänge dabei. Linksaußen Dagmar Ranocun stand in der Startformation. Los geht's, die TuS begann mit Kalf rechts, im Rückraum Weigl, Bruns Petersen und Panzer, Hübner am Kreis und wie erwähnt Notschun auf links und Dagmar Notschun sorgte auch für den ersten Heimtreffer der Saison. Was für ein Einstand für die Polin, die sich auch schon in den Vorbereitungsspielen sehr treffsicher zeigte. Für Silje Bruns-Petersen kam dann in der Abwehr Marte Juhl Svensson, auch sie ja neu im TuS-Trikot und ebenfalls gleich bei ihrer ersten Offensivaktion erfolgreich. Den ersten Gästetreffer markierte dann Jana Scheib. Es ging gleich mit viel Tempo los, Nicole Roth mit der ersten Parade und dann schickt sie ihre Spielführerin auf die Reise. Nationalspielerin Marleen Kalf mit dem ersten Heimtor nach ihrer Hochzeit. Sie war ja bereits beim Auswärtssieg in Buchholz-Rosengarten beste Metzinger Werferin. Katharina Panzer raus zu Dagmar Ranocun und die Rotzfrech über Manuela Brütsch ins Netz. Das war klasse gespielt. Marin Weigl zu Silje Bruns-Petersen, die sich ja in der Vorbereitung mit Rückenproblemen herumplagte. Jo, 5 Minuten rum, die TuS führt mit 5:2. Ebenfalls schön gespielt von den Vipers, da war das von Edina Rott angesprochene Zusammenspiel aus dem Rückraum an den Kreis zu sehen und da zeigte Annika Ingenpass ihre Stärke. Doch die Antwort folgte prompt, wie der Weigl staubtrocken mit links. Nicole Roth pariert den Wurf von Anna-Maria Spielvogel. Und kurz danach den 7 Meter von Kira Schnack. Roth bildet ja nun mit der schwedischen Nationalspielerin Rebecca Nilsson das Torhüterinnen-Gespann. Vorne lief es weiter rund. Bruns Petersen setzt wieder Notschun in Szene und die traumhaft sicher im Abschluss. 8:3 nach 8 Minuten. Erste Auszeit von Tessa Bremmer. Annika Ingenpass konnte mit einem Doppelpack an alter Wirkungsstätte verkürzen. Schönes Anspiel hier von Munja Smits. Andere Seite, Bruns Petersen ebenfalls mit der Vorarbeit an den Kreis. Und da trifft Svenja Hübner, die ja in der Vergangenheit auch arg von Verletzungen und Krankheit gebeutelt war. Schön, dass sie wieder zurück ist.
Bei 3-4 Toren pendelte sich der Vorsprung ein und jetzt war auch Katharina Panzer zum ersten Mal erfolgreich. Bis Ende Juni 2024 hat die österreichische Nationalspielerin verlängert. 2018 kam die damals 17-Jährige ins Ermstal und hat sich zu einer festen Größe in Abwehr und Angriff entwickelt. Eine feste Größe ist ja Marlin Kalf ja schon seit Ewigkeiten, dazu eine der besten Schützinnen der Liga. Hier wird sie prima bedient von Anna Albeck, der Rest ist Formsache. Nach 20 Minuten robben sich die Vipers aber näher ran. Gute HSG-Phase und Marieke Blase markiert hier den Anschlusstreffer und sorgte für die erste Auszeit von Edina Rott. Notschun traf danach zum vierten Mal und dann diese Aktion von Marlin Kalf gegen Blase. Das Schiedsrichtergespann Markus Kaut und André Kolb entschied auf Rot. Für die TuS-Kapitänin war die Partie gut 5 Minuten vor der Pause zu Ende. Es war der erste Platzverweis überhaupt in ihrer langen Karriere. Kurz darauf bringt Maxim Struis ihre Farben auf ein Tor ran. Aber die Tussis schütteln sich einmal, Rott brachte neue Kräfte und die letzten 5 Minuten der ersten Hälfte nutzen die Pink Ladies zu einem, Achtung, 5:0 Lauf. Hammer! Lena Degenhardt traf zweimal. Dazwischen lag der erste Treffer von Madeleine Östlund. Der Pass kam von Marte Juhl Svensson und Metzingens neue Nummer 18 markiert hier Treffer Nummer 18. Anna Albeck trug sich dann auch kurz vor Ende der ersten Hälfte noch in die Torschützenliste ein und Nicole Roth zeigte noch eine weitere Parade. So, die höchste Führung im ganzen Spiel, 19:13, das war gleichzeitig der Halbzeitstand. Nach diesen furiosen 5 Minuten war die TuS wieder klar auf Kurs Heimsieg. Weiter geht's, den ersten Treffer nach dem Wechsel setzte die HSG, Kira Schnack, zack, aber näher als 5 Tore kamen die Gäste nicht ran. Im Gegenteil, die Metzingerinnen machten weiter Dampf und bestimmten klar das Geschehen. Alle Spielerinnen brachten sich ein, Albeck weiter zu Lena Degenhardt drin. Marte Juhl Svensson, die 20-jährige Norwegerin, machte vor allem meinem geschätzten Kollegen Wolfgang Seitz viel Freude, zu Recht. Aber auch die anderen sprühten vor Spielfreude. Albeck mit diesem Zuckerzuspiel auf Östlund und den Treffer der 28-jährigen Schwedin gibt's nochmal in Zeitlupe. Auch auf der Gegenseite passt der Pass an den Kreis, in diesem Fall von Smits Annika Ingen. Pass mit 5 Toren am Ende, beste HSG-Werferin. Bei der TuS drehte jetzt vor allem Anna Albeck mächtig am Rad. 3 Tore von ihr in Folge, am Ende waren es 6. Mehr hatte keine Spielerin an diesem Abend. Eine kam ihr noch ganz nahe. Eine Viertelstunde vor Schluss begann Britt van der Baan eine nach dem anderen zu versenken. Die Niederländerin ersetzte Kalf auf rechts außen und kam in der Schlussviertelstunde noch auf stolze 5 Kisten. 30:20 mittlerweile der Spielstand. Van der Baan hat ja nun auch ein Zweitspielrecht beim Zweitligisten Herrenberg, mit dem ja die TuS nun kooperiert. Das gleiche gilt für Albeck. Spielpraxis auf hohem Niveau ist da die Devise. Klares Plus für die TuS auch zwischen den Pfosten, einmal mehr Nicole Roth. Und Kollegin Rebecca Nilsson zeigt in der Schlussphase auch noch ihr Können. Das letzte Metzinger Tor an diesem Abend markierte Katharina Panzer. Kurz danach war Schluss. Die TuS Metzingen schlägt die HSG Bad Wildungen mit 35:27 und feiert damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Nach dem Jubel gibt's die Stimmen unterlegt mit weiteren Szenen. Ich glaube, es war für uns, aber auch für die Fans wirklich so lange. Wir haben es super vermisst und wir sind einfach wahnsinnig froh, dass sie wieder bei uns sein können, uns unterstützen. Und dann sind wir froh, dass wir auch mit dem Ergebnis einen richtigen Einstand gegeben haben. Kurz zum Spiel heute, 14:13 war es eng, da hat man nochmal einen Lauf hingelegt vor der Pause, war entscheidend und dann kam auch ein bisschen was von der Bank, muss man auch sagen. Auf jeden Fall, nach der kurzen Schwächephase sind wir... Ja, haben wir unsere Chancen genommen, haben wir als Team gut zusammengespielt und es war eigentlich egal, wer reingekommen ist, finde ich. Die Person hat es gut gemacht, wir sind zusammengestanden als Team und ich glaube, wenn wir da weiterarbeiten, wird es richtig gut. Also Edina hat auch in der Kabine dann bei der Halbzeit klar gemacht, was wir machen müssen, also was wir verbessern müssen, vor allem in der Abwehr, um die Kreis zu arbeiten und auch im Angriff einfach klarere Aktionen zu machen und einfach geduldiger zu spielen. Bei dir lief es auch richtig gut mit einigen Toren, da hat man gesehen, der ganze Kader ist wichtig. Ja, auf jeden Fall. Also die ganze Mannschaft hat, glaube ich, gut gespielt.
die erste Halbzeit war, wie gesagt, bisschen, also es ist nicht so gelaufen, wie wir es vorgestellt haben. Daran müssen wir noch arbeiten, dass wir von Anfang an da sind beim Spiel und 100% geben. Yeah, it was really nice to play. Es war sehr schön, wieder vor Zuschauern zu spielen. Es war ja mein erstes Spiel hier und das war was ganz Besonderes für mich. Dass es mit einem Sieg geklappt hat, umso schöner. Die Vorbereitung war sehr hart, aber so ist es ja immer. Wir haben gut trainiert und ich denke, wir sind gut gerüstet. Wie sind deine persönlichen Ziele und was willst du mit der Mannschaft erreichen? Nun, wir wollen so gut spielen wie möglich und wollen weit vorne landen in der Tabelle und dazu möchte ich natürlich meinen Teil beitragen. In den ersten beiden Spielen hat es schon geklappt und das Niveau der Liga, nun, die Qualität ist auf jeden Fall besser als in Polen. Klar. Ja, natürlich. Wir steigern uns gerade vom Spiel zu Spiel und das ist auch unsere Aufgabe. Jetzt schauen wir mal, nächste Woche geht es gegen Thüringen und da wollen wir natürlich alle Raketen zünden. Was hat heute besonders gut geklappt? Man 34 Tore ist ja schon mal ein Pfund. Ja, Wahnsinn, wie wir vorne im Angriff gespielt haben und ausgespielt haben. Klar waren da ein paar Fehler dabei, aber ich fand auch, unsere Abwehr war heute definitiv stärker als letzte Woche und daher konnte ich mich auch richtig gut auszeichnen. Seit entscheidend dieser 5:0 auch noch vor der Pause bei 14:13, dass er da so ein bisschen Luft hatte, auch für die zweite Halbzeit. Ja, genau. Das war natürlich, dann nimmt man dann gleich ein besseres Gefühl mit rein und dann kann man in der zweiten Halbzeit besser starten. Wir haben richtig gut das Spiel angefangen, deutlich geführt und nach 20. Minute circa, wo wir mal ein bisschen Bruch kamen, aber das konnten wir kompensieren, schnell uns gefunden wieder und zweite Halbzeit war gar keine Frage mehr. Wer gewinnt heute? Genau, und dann von den Zuschauern. Das hat das war richtig, richtig gut. Super Stimmung und das hat uns letztes Jahr gefehlt. Aber wenn jetzt das man darf, wir freuen uns schon die nächste Heimspiele auf jeden Fall. Das ist dann am 25. September gegen Neckarsulm. Zuvor steht aber am Freitag erstmal der schwere Gang zum Thüringer HC an. Und da werden laut Nicole Roth also alle Raketen gezündet. Mehr dazu und insgesamt zur TuS folgt, was für ein Samstagabend für unsere Teams. Auch der HBW Balingen-Wallstätten hat ja sein Heimspiel gegen Minden gewonnen. Zudem siegte der HBW 2 und der VfL Pfullingen in der dritten Liga nach ihren Heimsiegen zum Start nun jeweils auswärts. Das war's aus der Öschhalle und mit der Jubelwelle in Pink spülen wir sie quasi in die Woche. Die Tussis wurden Ihnen präsentiert von der Rampfgruppe aus Grafenberg.